Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oblivion. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind mal wieder in Bockbequell, wo wir irgendwie ja ständig rumhängen. Und ich wollte, glaube ich, wieder ein Bett haben. War's das euch so? Macht diese ganze Heldengeschichte richtig Spaß, oder? Ja. Dass jeder um euch herum scharwenzelt, aber ich nicht. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Genug geredet jetzt, genug. Ja. So. Ah, der Retter von Alessvel. Ja, bei dir. Was immer ihr braucht, ich stehe euch zu Diensten. Sehr gut, er steht mir zu Diensten. Ich hätte gerne für ein Bett. Euch immer kostenlos. Danke. Die Treppe hinauf, die erste Türe links. Danke, danke. Erste Türe links. Wunderbar. Schönen Tag. Mittlerweile weiß ich auch, wo die Treppe ist. Hier ist die Türe, genau ohne Türe. Und dann schlafen wir hier mal. Eine Stunde Rasten reicht völlig. Hauptsache, wir steigen ein Level auf. Und zwar, oh, auf Windkraft würden wir plus 5 kriegen. Das ist natürlich ganz geil. Stärke lege ich mir natürlich dann auch nochmal was drauf. Persönlichkeit. Ja, beeinflusst, was die Leute von mir halten. Da sollte man auch immer noch was drauflegen, gerade weil wir da so wenig haben im Moment. Also machen wir das. Wir sind auf Stufe 10 dadurch aufgestiegen. Das ist wunderbar. Ja, erstmal, also wie gesagt, erstmal herzlich willkommen und hallo und so weiter und so fort. Ich bin ja, wenn ich mich noch richtig erinnere, auf dem Wege nach Koroll, ne? War es nicht so? Genau. Schenke zum schlechten Omen. Ach nee, das wollte ich erst machen, ne? Genau, ich wollte erst diesen netten Herrn erlegen. So war das. Das war auch nicht Koroll, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sondern da unten halt in der Tabelle. So, auf jeden Fall ist dort unser Ziel markiert. Welches ist das? Ein Messer im Dunkel. Genau, okay. Ich wollte ja schließlich erst in die Mördergilde aufgenommen werden. Wie machen wir das? Ich reise zur Festung Tugend, würde ich sagen. Und von dort aus gehen wir zu Fuß weiter in den Süden. Ich hoffe, es war nicht wieder ein paar Trollen über den Weg laufen. Das wäre äußerst unschön. Aha. Auf jeden Fall laufen wir schon mal einem Wolf über den Weg. Aha. Na, Wolfi, Wolfi, Wolfi. Na, komm her. Irgendwie zeigt mein Ring leider auch gar nicht mehr wirklich wirken. Ey, jetzt hat aber gerade ein paar... Schläge hintereinander reingebrettert. Oh, ein Wolfsfell. Na gut, nehmen wir auch hin. Jetzt sollte ich meinen Schutzzauber natürlich wieder wenden. Auf ein wenig Heilung. So, Karte. Da sind wir erstmal richtig soweit. Das ist okay. Wir sollten hier ein Stückchen drum rumlaufen um die Stadt. Ah, da ist wieder so ein Wildschwein. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, vielleicht können wir es schaffen, uns hier anzuschleichen. Ich werde einfach mal einen Pfeil hin... Oh, das hat sogar sehr gut geklappt. allerdings hat er offensichtlich den Schleichangriff nicht geplant überlebt. Aber durch den Pfeil hat er auf jeden Fall gut Schaden gekriegt. Und, nein, du triffst mich. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ich muss wieder etwas reinkommen in meine Kampfszenen hier, weil ich habe schon ein bisschen, ein Stückchen nicht mehr aufgenommen. Eine Weile. Muss mich erstmal hier ein bisschen heilen. Einfach, damit ich ein bisschen meine Magikerleiste nicht hier unnütz verstreichen lasse. Oh, dann hat da einfach dieser Eber hier zugeschlagen. Die Nacht ist ja gleich vorbei, dann kannst du wieder zurück in deine Höhle wandern, wo du herkommst, beziehungsweise auch nicht dorthin wandern, weil ich dich ja erlegen werde. Du kleiner süßer Wolfi. Ja, komm her, du. Komm her, du. Ja, na gut. Ja, Schwertkampffähigkeiten verbessert. Und das, obwohl ich mich gerade geheilt habe. Na, jetzt kannst du aber langsam auch mal sterben. Ja, geh mal drauf, Freundchen. Na, bitte. Eberfleisch haben wir wieder dabei. Oh, wir können jetzt ja 225, Gegenstände, sage ich mal, tragen. Gegenstände in Schwierigkeit, in Last von 225. Das ist doch sehr schön. So, irgendwann müssen wir auch mal wieder in die Arena gehen. Das werde ich dann auch mal irgendwann tun. Jetzt aber, wie gesagt, nicht so. Wir müssen im Prinzip nur dem Weg folgen und dann, wenn er rechts abgeht, müssen wir auch rechts abbiegen. Gut, dann sollte das ja eigentlich nicht so die große Schwierigkeit sein. Unterwegs natürlich immer mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Nirnwurz oder sowas finden. Das Wasser hat leider etwas spät geladen. Das hätte auch mal eher kommen können. Schade. So. Ach du Heiliger. Da sehe ich doch schon wieder einen da hinten rumlungern. Guck mal einer an, wer da schon wieder rumläuft.
mit Beschwörerin daneben. Das ist aber... Hier müssen wir noch nicht abbiegen, ne? Nee, hier müssen wir noch nicht abbiegen. Ja. Scheiße. Ich will eigentlich nichts von dir. Wir müssen uns auf jeden Fall hier links halten, ne? Genau, dann gehen wir auch einfach hier lang. Was ist das für ein Riesenstein da? Ach, das ist auch wieder so ein Stein, wo man dann sein, ne? Bis da schon wechseln kann. Habe ich meine... Ich habe nicht meine Wasserlaufstiefel an. Schade. Soll ich die mal... Die ziehe ich mal erstmal an. Die lege ich erstmal an. Wo sind sie? Da. Die Goldschuhe. Yay. So, dann ist das ganze Planschen nämlich etwas entspannter. Und wir gucken mal, was wir hier an Blumen haben. Was ist das? Wasserhyazinthe. Wasserhyazinthe und Wasserhyazinthe. Okidoki. So, die Stiefel, die machen sich echt gut. Ich gucke mal, was wir hier für einen Stein haben. Was man hier machen kann. Der Turmstein. Es scheinen keine Steine auf die Sterne auf den Schicksalsstein. Ah, okay. Gut, man muss also wohl bei Nacht mit diesen Steinen interagieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Das war, habe ich also damals zufällig anscheinend richtig, richtig rausgehabt. Wo war denn jetzt eigentlich dieses Lager mit der Beschwörung? Nein, ich glaube, da bin ich jetzt dran vorbei. Bin ich denn noch richtig? Ja, ich bin noch richtig auf dem richtigen Wege. Müssen wir nur noch gucken, dass wir hier das Ganze unbeschadet überstehen. Und uns nicht... Hier laufen überall Banditen rum. Da drüben ist auch schon wieder einer. Das ist unglaublich. Wo kommen die alle her? Ihr habt gefunden, alte Brücke. Yay. Da können wir uns dann bestimmt auch irgendwann hin teleportieren. Und ich sehe eine Hütte. Oh, ein kleines Dörfchen. Ein kleines Dörfchen. Hey, ihr seid doch bestimmt uns freundlich gesonnen, werte Herr oder werte Dame oder wie rum. Hören wir uns das einmal an. Was habt ihr für Neuigkeiten? Was habt ihr für Neuigkeiten? Man sagt, genau. Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmeer angeführt. Aha. Es macht den Anschein... Moment, ich muss euer Gespräch kurz unterbrechen. ...dass die Insel Somerset mittlerweile viel gefährlicher geworden ist. Okay. Auf Wiedersehen. Hallo. Auf Wiedersehen, okay. Willkommen in Pelztor. Pelztor, du hast aber große Augen. Was gibt's für Gerüchte? Ich sage nicht, dass Kolovianer dumm sind. Sie sind nur ziemlich stur. Ja. Okay, gut zu wissen. Sehr schön, mehr nicht. Aber willkommen im Pelztor. Ja, danke schön. Pelztor, was gibt's? Die Bewohner von Nibenai halten sich für zivilisierter und kultivierter als die Kolovianer. Das ist auch schön. Schönen Tag. Hilft uns aber alles nicht weiter. Wir sind hier mitten in einer Region gelandet, die wir so direkt noch gar nicht kennen. Insofern, ja, naja. Oh. Willkommen in Pelztor. Irocke der Breite. Okay. Trotz der vielen Farmen in Nibenai gibt es dort noch reichlich Wälder und Wildnis, um sich anzusiedeln. Okay, wo dort? Naja, egal. Lebt Können. Wohl. Ja, lebt du auch wohl. Wir werden uns vielleicht irgendwann wieder später nochmal wiedersehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir auf den richtigen Weg gelangen. Das ist der Weg hier hoch. Und die unterhalten sich schon wieder, die palavern schon wieder die ganze Zeit. Na, sollen sie mal machen. Das, sollen sie mal. So, jetzt muss ich wieder hier richtig nach Braville, Richtung Braville. Genau, so, das ist der richtige Weg, ne? Richtung Braville. So schaut's aus. Hier müssen wir lang. Ich bin wieder auf dem richtigen Wege. Sehr schön. Müssen wir nochmal gucken, dass wir hier auch uns zurechtfinden. Soweit. So, unsere Magika natürlich sinnvoll ausnutzen. Die wird recht gut regeneriert. Hornhöhle. Wo ist die denn? Was haben wir hier? Blauer Eisenhut. Ah, nehmen wir immer mit, natürlich. Immer. Man weiß ja nie, welches Giftchen man sich noch so mixen muss. Ach, hier ist die Hornhöhle. Die Hornhöhle. Na, ich gehe mal kurz rein. Ich will nur mal kurz gucken. Ach so. Ha, ein Pelzhelm. Oh, das kann ich nie schauen. Billiger Wein. Nehmen wir auch noch mit. Mehr ist hier nicht, ne? Gibt es bestimmt wieder irgendwelche illustren Monstren, aber die tun wir uns jetzt nicht an, denn ich habe ja andere Sachen vor. So, ich lasse mich davon jetzt nicht stören. So, wo ist denn hier der die Lederstiefel? Oh, die sind auch schon wieder mal kaputt. Ich glaube, da sollte ich mir mal irgendwann besser holen. Pelzhelm legen wir auf jeden Fall mal an. Kann ja nie schaden. Und meine Schuhe, ja gut, dann lasse ich meine Schutzschuhe erstmal. Da werde ich mir dann irgendwann neue holen. Und die zu reparieren ist, glaube ich, auch nicht immer der Wahnsinn. Weil ich glaube, je öfter man sie repariert, desto schneller nutzen sie sich auch wieder ab.
Und da muss man ja nicht unbedingt seine Reparatur immer daran verschwenden. Ein schöner Wasserfall hier links. Gefällt mir. Sieht sehr schick aus. Kommen wir gleich oben dran vorbei. Wunderbar. Das ist ja herrlich. Da müssen wir nur gucken, dass wir, wenn wir gleich bei dem netten Herrn ankommen, den wir dort erledigen sollen, wollen, können, dass wir dann auch aufpassen, dass er uns nicht abhaut und vor allem, dass wir gucken, dass... Wo geht's denn hier hin? Dass dort nicht plötzlich irgendeine Wache auftaucht. Aha. Die Holzkopfhöhle. Und ich sehe da nicht nur eine Höhle, ich sehe da hinten auch schon wieder so einen netten Herrn. Ach, da oben steht auch einer. Scheiße. Ja, herrlich. Wo treiben wir uns denn am besten mal lang? Ja, wir müssen noch ein Stückchen rennen. Ein Stückchen müssen wir noch. Ich habe keine Lust auf so einen blöden Troll schon wieder, aber da oben steht halt einer. Ich hoffe, wir kommen da dran vorbei, ohne gesehen zu werden. Ich hoffe, ach, hier unten ist noch ein netter anderer Herr. Hey, warten Sie doch mal. Oh, 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 ein Schwarzbär. Oh, ich glaube, der braucht unsere Hilfe, der nette Herr. Der nette Bär braucht unsere Hilfe. So, der braucht offensichtlich unsere Hilfe. Na, komm her. Erbärmlicher Wurm. Ja, genau, erbärmlicher Wurm. Oh, jetzt sollten wir kurz mal abhauen. Los, lass den Herrn in Ruhe. Aha. Boah, der hat sich gerade regeneriert, der Bär. Na komm. Na komm, du Bär. Nein, 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 Freundchen. Bär, Bärchen, komm zu Papi. Zu Papi. Oh, Rüstungsfähigkeit verbessert. Ja, jetzt sollte er aber gleich mal tot sein. Hier, Skelett, komm mal an Laden und hilf mir mal. Hier, bitteschön, bitteschön. Dieser kleine Pelzkopf muss mal auch... Ach Gott, der wiegt aber ganz schön was. So, wo ist denn jetzt der Typ hin? Scheiße. Jetzt ist der abgehauen. Ach, so ein Knabe, ey. Ich wollte doch noch mit dir reden. Der ist jetzt, ich wette, der ist jetzt mitten in irgendeinen Troll reingelaufen, ne? Hat sich jetzt hier den Berg hochgeschlagen und ist jetzt bestimmt mitten in irgendeinen Troll reingelaufen. Das sehe ich doch schon. Wahrscheinlich liegt er dann hier gleich irgendwo tot rum. Ich möchte mich jetzt nicht hier weiter im Gebüsch verirren, sondern bleibe lieber auf dem Weg. Oh, meine Magie reicht nicht aus, Mist. Ich bleibe dann doch lieber hier. Ist etwas sicherer, möchte ich mal so sagen. Ich vermute mal, dass es hier etwas sicherer ist. Obwohl dieser Bär hier auch mitten auf dem Weg rumgelungert hat. Also ganz so sicher ist es dann wohl doch nicht. Aber was haben wir denn hier Schönes? Nach Brave und Leyavin und zu Imperial City jetzt ein. So, Fliegenpilz. Okay. Das rauen Wulstings. Ah, ja. Ich glaube, hier geht es zu dem Häuschen. Nee, das ist ein anderes Häuschen. Das ist ein Bauernhof oder so. Da gehe ich aber trotzdem mal hin. Vielleicht gibt es da irgendwas Tolles. Ne, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Folge ist ja sowieso noch nicht am Ende. Und ah, die geheimen Energien des menschlichen Körpers geben euch nur langsam ihre Mysterien preis. Ihr seid jetzt Lehrling der Wiederherstellung. Und könnt Wiederherstellungszauber der Lehrlingsstufe wirken. Da wir ja in der Magiergilde sind, fände ich es angebracht, mal irgendwann... da gibt's nichts. Irgendwann ein paar bessere Zauber zu kaufen. Das sollte ich echt mal tun. So, was haben wir denn hier? Zu Farellius... Ne? Inneren. Ach, das ist eine Taverne. Hallöchen. Grüße. Bitte fahrt fort. Ja, bitteschön. Gerüchte, was gibt's die noch? Die Eileiden-Ruinen? Aha. Das Wichtigste ist, sich vor den Fallen in Acht zu nehmen. Jahrtausende alt und funktionieren immer noch. Erstaunlich. Tja, das ist dann in der Tat nicht schlecht. Wer denn aus... Oh, passt, du kannst Training... Veränderung. Und ihr könnt viel lernen. Uiuiui. Allerdings auch ganz schön teuer. Das ist natürlich nicht so der Wahnsinn. Seht euch vor. Gucken. Halt, ich will mit dir reden. Fasst euch kurz. Ja, ich fasse mich kurz. Alex. Niemand geht in die Berge, außer Jägern und Dieben auf der Flucht. Hm. Essen und eine Unterkunft sind dort schwer zu finden. Zum Glück kann ich reisen. Ich kann ja immer wieder nach Bockbierquell reisen. So, was könnt ihr mir helfen, meine verschollenen Riesenkartoffeln zu finden? Oh, das klingt nach einer Quest, natürlich. Bitte helft mir, sie zu finden.
Wenn ich sie nicht für die nächste Portion meines berühmten Kartoffelbrots habe, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Okay. Wie dumm von mir, sie ganz alleine da draußen zu lassen. Dabei wollte ich ihnen doch nur etwas Sonne gönnen. Und plötzlich waren sie weg. Na, hat sie wohl irgendwie geklaut. Ich sah jemanden nach Westen davonlaufen. Aber ich bin zu ängstlich, um mich alleine in die Wälder aufzumachen. Bitte, könnt ihr mir helfen? Ich zahle euch gut, das schwöre ich. Okay, das klingt nach einer Quest. Ich weiß, dass ihr noch keinen Erfolg hattet. Ja. Aber gebt nicht auf. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte dich noch was dazu fragen. Meine Kartoffeln sind für mich wie meine Kinder. Ich hege und pflege jede einzeln. So wachsen sie zu großen, starken Kartoffeln heran. Gut, sehr schön. Gerüchte, lassen wir jetzt erstmal die Gerüchteküche, die soll mal weiter brodeln. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus. So, also nach Westen ist der Dieb abgehauen. Nach Westen, na super, da kann ja... herrlich, na, da kann ja einiges sein. Gut, wir haben aber erstmal was anderes zu tun. Also, lassen wir das. Ich werde schon mal mein Skelett ausrüsten. Wir werden die Klinge, jetzt war die auf 4. Ja, die war tatsächlich auf 4. Die rüsten wir auch schon mal aus. Denn wir werden ja gleich an dem Häuschen ankommen, wo wir zu sein haben. Oh, ich sehe es sogar schon in der Ferne erleuchten. Ah, bin ich mal gespannt. So, die Frage ist natürlich, wer hier alles in der Nähe ist. Wir sollten erstmal großräumig, nein, nicht großräumig, aber zumindest so grob in der Nähe gucken, ob hier nicht, rumläuft zum Beispiel irgendwer. Da läuft zum Beispiel irgendwer. Der ist jetzt aber nicht... Doch, der natürlich ist er weiter wichtig. Was ist denn das für einer? Wo ist er denn hin? Da läuft er. So. Den sollten wir uns nämlich mal angucken genauer. Was das für einer ist. Das ist ja nur so ein magerer Herr im Prinzip, der hier so rumläuft. Das ist bestimmt irgendein Bauer oder so. Aber der könnte uns natürlich böse kommen, wenn... Ich habe zu tun, entschuldigt. Hastrel Ottos ist das. Okay, Hastrel Ottos. Das ist aber auch nicht der, den wir erlegen müssen, nicht wahr? Ein Mann namens Rufio. Okay, gut, das ist ein anderer. Gut, der Rastrel, der ist aber auch schon fast tot, stelle ich gerade fest. Er hat kaum noch Lebensenergie. Aber der Bär hat ihm natürlich auch ganz schön zu schaffen gemacht. Insofern nur allzu verständlich. So, wir müssen Rufio finden. Der soll sich hier in der Schenke aufhalten. Da bin ich mal gespannt. Zum schlechten Omen ist das die Schenke. Eine Tonschüssel gibt es hier drin. Gefalteten Stoff. Gibt es auch noch was anderes? Irgendwie so was Schönes vielleicht? So, gehen wir nochmal hier rein. Die Schenke zum schlechten Omen. Okay. Wer bist da du? Da soll mich doch der Klabauter, Mann. Ein Mann. Kunde. Ja, Mannheim Schmetterfaust. Guten Tag. Aha, die sind leider beide verschlossen, die Türen. Hier soll sich der Rufio allerdings aufhalten. Wahrscheinlich in dem Zimmer hier. Dann, ich rede mal mit dir. Wir haben jede Menge Kammern, wenn ihr eine wollt. In letzter Zeit wohnt hier niemand, außer dem alten Rufio. Na, super. Was gibt's denn über Rufio? Rufio? Er ist ein alter Kauz. Wohnt hier seit ein paar Wochen. Wenn ihr mich fragt, versteckt er sich vor irgendetwas. Hm. Aber was geht es mich an? Er bezahlt seine Zeche. Sein Zimmer ist im Untergeschoss in den Privatgemächern, wie ich es gerne nenne. Geht durch die Luke im Boden hier. Aber erwartet keinen herzlichen Empfang. Gut, dann werden wir damit wohl nicht rechnen. Was gibt's denn noch zur Schenke zu erzählen? Ein schrecklicher Name für ein Gasthaus, ich weiß. Ja, ja. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, ihn zu ändern. Abgesehen davon gefällt mir das Schild. Das ist natürlich ein guter Grund. So, mit dir würden wir mal traden. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ich kann dir doch bestimmt mal diese, die Bärenfelle oder so verkaufen, ne? Kann ich dir Bärenfell verkaufen? Nö, natürlich nicht. Bärenfell kann ich ihm nicht verkaufen. Das gibt's doch gar nicht. Ich will ihm doch Bärenfell verkaufen. Scheiße. Hier aber billigen Wein. Ausdauer wiederherstellen. Dunkelbier. Ja, komm, billigen Wein. Und das Dunkelbier. Komm, weg damit.
brauchen wir nicht. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Immer gerne, mein Herr. So, aber die Sache ist jetzt ja, wir haben ja was anderes vor. Und sagt es euren Freunden. Wir wollen ja den Ruf hier umhauen. Die Schenke zum schlechten Omen hat geöffnet, wie ja. immer. Sehr schön. So, Rufio werden wir uns aber in der nächsten Folge erst nähern, denn die Zeit ist soweit rum und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir werden uns dann wiedersehen. Macht es gut. Ciao.